Trost. Ich habe heute, am 9. November 1989, ohne Befehl, die Grenze geöffnet. 28 Jahre lang habe ich sie bewacht, wie mein eigenes Kind, geschützt vor Grenzverletzern, Agenten, Provokateuren. Harald, unerlaubter Grenzübertritt eines Hundes. Verstehe. Jetzt haben wir ein Problem. Als die Partei mir ihre Hand bot, habe ich sie ergriffen, habe studiert und mit wissenschaftlicher Sorgfalt die Lehre des Marxismus in die Praxis umgesetzt. Hier, an dieser unserer Grenze. Aber heute... Wir brauchen dringend eine Entscheidung. Die Leute da draußen überrennen uns. Macht das Tor auf, wir kommen wieder! Macht das Tor auf! Ich werde mich auch nicht verteidigen. Ich habe gehandelt, wie ich handeln musste. Wie viel mögen das sein, Harald? Weiß ich nicht. 1000? Oder 10.000? Wahrscheinlich die ganze Stadt. Und wie viele Männer haben wir? Das wisst ihr doch. 16. Und nur ist es an euch zu beurteilen, was ich getan habe. Es ist an euch.